Johannes wachte auf und war steif und starr. Blieb lange im Bett liegen, da hinter dem Vorhang in der Kammer. Und er dachte, jetzt müsste er bald mal aufstehen. Aber er blieb liegen. Draußen war es wieder grau. Regen und Geniesel, Windböen und grauer Himmel. Feucht und ungemütlich, wie an jedem Tag zu dieser Jahreszeit. Und was sollte er sich für heute vornehmen? Drinnen sitzen bleiben konnte er ja nicht. Denn es war so trübe geworden im Haus, seit Erna tot war. Irgendwie war keine Wärme mehr im Haus, seit sie fort war. Egal, wie er das Haus heizte, richtig warm wurde es nicht. Und egal, wie viel Licht er anmachte, richtig hell wurde es auch nicht mehr. Er konnte eigentlich im Bett liegen bleiben und das Aufstehen hinausschieben, solange er wollte. Aber man durfte sich auch nicht ganz gehen lassen. Er musste beweglich bleiben, sonst würde er am Ende noch völlig einrosten. Denn jung? Nein, das war er schon lange nicht mehr, dachte Johannes. Nein, jetzt muss er hochkommen, dachte er. Den Kaffeekessel aufsetzen und sich ein bisschen was zu essen machen. Eine Scheibe Brot mit braunem Käse. Heute wie an allen Tagen. Aber dann? Was sollte er dann tun? Vielleicht ein Spaziergang zur Westbucht. Mal nachsehen, wie es dort steht. Und wenn das Wetter nicht zu schlimm ist, kann er vielleicht auch ein bisschen rausfahren. Ein bisschen angeln, ja, das könnte er eigentlich tun. Und sofort denkt er, das denkt er jeden Morgen. Jeden einzelnen Morgen denkt er genau dasselbe. Ja, was soll er auch sonst denken? Wohin sollte er sonst spazieren, außer zur Westbucht, denkt Johannes. Und er denkt, er sollte nicht so missmutig sein. So schlimm ist es doch gar nicht. Immerhin hat er ein Dach über dem Kopf und sitzt im Warmen. Und Kinder hat er. Und gut sind sie geraten. Und Sinje, seine Jüngste, wohnt nicht weit weg. Und schließlich schaut sie fast jeden Tag nach ihm. Und sie ruft ihn an. Ja, klar, das tut sie. Und Großkinder hat er auch. Die kleinen Schlingel. Und er hat viel Spaß mit ihnen. Nein, wirklich, und jetzt liegt er hier in der Kammer herum und steht nicht auf. Nein, das geht denn doch zu weit, denkt Johannes. Und er stemmt sich hoch. Und mit einem Mal fühlt sich alles so leicht an. Irgendwie ist kein Gewicht in ihm, denkt Johannes. Das ist ja seltsam. Er hat sich einfach so aufgesetzt. Ja, und wenn das so leicht ist, dann kann er auch gleich aufstehen, was? Denkt Johannes. Und dann steht er auf. Und dann steht Johannes da und schwankt er nicht ein wenig, wie er da steht? Doch, das tut er. Aber leicht fühlt er sich, wundersam leicht. Und jetzt muss er in die Küche rüber. Jetzt wird er wenigstens erstmal ein paar gute Tassen Kaffee trinken. Und eine Scheibe Brot wird er sich schmieren. Obwohl er heute früh genauso wenig Lust auf etwas zu essen hat wie an allen anderen Morgen sonst. Aber eine Scheibe Brot muss er essen. Auch heute früh. Jetzt kommt der Tag endlich zu sich. Und jetzt geht er spazieren. Zur Westbucht. Oder vielleicht fährt er heute auch noch ein bisschen mit dem Boot raus. Er braucht ja nicht zu angeln, falls er rausfährt, denkt Johannes. Und wäre jetzt bloß Erna hier, denkt Johannes. Nein, dass sie so plötzlich hat fortgehen müssen. Ganz ohne Vorwarnung. Am Abend vor ihrem Tod hat sie noch hier am Küchentisch gesessen und über irgendwas geschwatzt, der weiß nicht mehr was, aber
Irgendwas war es schon. Und dann haben sie sich hingelegt. Er in der Kammer, neben der Stube, sie oben unterm Dach. Wie all die Jahre. Und dann ist sie morgens nicht runtergekommen. Und das war es dann eben gewesen, denkt Johannes. Ja, sagt er. So ist das wohl, sagt er. Nein, jetzt muss ich aber in Gang kommen, sagt er. Jetzt will er zur Westburg gehen und nach dem Boot sehen, das dort liegt. Seinem guten alten Ruderboot, ja, denkt Johannes. Und er geht die Straße entlang und er schaut zu Peters Haus hinüber. Wie oft ist er nicht bei Peter gewesen, denkt Johannes. X-mal ist er dort gewesen. Und all die Jahre haben sie einander die Haare geschnitten. Peter und Johannes. Ja, das haben sie. Und viel Geld gespart auf die Weise. Und haben dafür gesorgt, dass sie manierlich aussahen. Aber jetzt ist Peter tot. Ja, es ist traurig, dass er fortgemusst hat, denkt Johannes. Und jetzt heißt es aber weitergehen, denkt er. Und er geht weiter. Und da hinten biegt er rechts ab und geht den so gut wie zugewucherten Weg zur Bucht hinunter, wo sein eigenes Boot und Peters kleiner Fischkutter liegen und Leifs Boot. Und da steht da nicht Peter am Ufer? Klar ist das Peter. Na, da kann er mit Peter einen kleinen Schwatz halten. Peter will jetzt sicher raus und nach seinen Taschenkrebsreusen schauen. Ja, denkt Johannes. Da bist du ja wieder, Peter. Und Peter dreht sich zu ihm um und blinzelt Johannes zu. Hab ich mir das doch gedacht. Hab ich mir gedacht, dass du noch kommst. Ja. Du willst nach deinen Reusen schauen, was, Peter? Muss ja sein. Wie war der Fang gestern? Gestern war das eine Sache. Eine Sache? Mhm. Ja, da hättest du dabei sein sollen, Johannes. Da hättest du dabei sein müssen. So viele Taschenkrebse habe ich wahrscheinlich noch nie gehabt. Und fett und fleischig waren die. Und ich habe sie alle verkauft, bis auf den allerletzten. Ich fange heute wahrscheinlich Heilbutt. Hast du Leinen ausgelegt? Nein, ich nehme die Angel. Ach so. Ja, so mache ich das. Ja, du bist mir immer einer gewesen, Johannes. Jetzt freut er sich, nach Hause zu Erna zu kommen. Sie hat vielleicht schon den Kaffeekessel aufgesetzt
denkt Johannes. Und er geht zu seinem Haus hoch, nur ein kurzes Stück. Und er geht um den Hügel herum und dann ein Stück geradeaus. Und dann ist er zu Hause, denkt Johannes. Und meine Güte, jetzt wird es dunkel. Ganz rasch und wie ohne Vorwarnung, nicht langsam und mit Dämmerung, ganz plötzlich. Auf einmal ist es so dunkel, dass er kaum mehr sieht, wo er die Füße hinsetzt. Nein, das ist aber schlimm. Und er geht die Straße auf sein Haus zu und er bleibt stehen, denn hört er da nicht Schritte? Ja, freilich hört er welche. Und kommen die Schritte nicht direkt auf ihn zu? Und sind das nicht Ernas Schritte, die er da hört? Da kommt also Erna ihm entgegen. Ihn abholen, ja, stell dir das vor, denkt Johannes. Nein, das ist doch ganz unglaublich, denkt Johannes. Natürlich kann das gar nicht Erna sein, die ihm da entgegenkommt. Das kann nicht sein, denkt Johannes. Und die Schritte kommen immer näher. Und er steht nur da und lauscht auf die Schritte. Bist du das, Johannes? Fragt Erna. Und Johannes spürt, wie ihn ein Glück durchzuckt. Du bist es, Erna, sagt Johannes. Ja, ich bin's, sagt Erna. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Das Wetter ist so plötzlich umgeschlagen. Und es ist dunkel geworden. Und ich habe nicht gewusst, ob du noch auf dem Wasser bist, sagt sie. Nein, ich war schon an Land, vor dem Wetterumschlag, sagt Johannes. Ja, das ist gut, sagt Erna. Jetzt gehen wir schnell rein, sagt sie. Machen wir, sagt Johannes. Ja, machen wir, sagt Erna. Hier, nimm meine Hand, sagt sie. Und Johannes nimmt Ernas Hand und er spürt, dass ihre Hand kalt ist. Überhaupt nicht warm ist ihre Hand. Und Johannes dreht sich zu Erna um und er kann sie nirgends sehen. Aber er spürt doch ihre kalte Hand, denkt er. Und er hätte ihre Stimme gehört. Aber er kann sie nicht sehen. Und er fasst fest ihre Hand. Und er spürt, wie dünn sie ist. Erna, jetzt musst du antworten, sagt Johannes. So antworte, Erna, sagt er. Wo bist du? Sagt er. Kannst du mir nicht bitte antworten, Erna? Sagt er. Und er bleibt stehen und er schaut zu seinem Haus hinüber. Und da steht es wie schon immer. Und jetzt ist der Himmel nicht mehr dunkel, sondern hell. Und er ist allein. Und Erna ist nicht mehr da. Sie ist fort.